Gewonnen hat mit 2-0 und 0-1. Warum der nächste Dämpfer? Gucken wir auf 5-3-2. Es könnte auch ein 3-5-2 sein, weil die beiden außen in der Fünferkette dann noch hochrücken ins Mittelfeld, Gasco und Montiel. Die Dreierkette ist heute ergänzt worden durch Paulo Dias. Der hatte zuletzt nicht gespielt. Im Mittelfeld bleibt es dann so wie gab mit Pere. Können und schon mal reinriechen dürfen. Dann gucken wir, wie der Ball sich im Einzelnen bewegt, ob er hier und da stecken bleibt. Hier haben wir uns zum Beispiel zu dem Bereich. Das, wie heißt das immer so schön, das berühmte Neuland. Denn wenn du Mannschaften aus Peru erwartest, dann denkst du eher an Alianza Lima oder Sporting Cristal. Und auch De La Cruz bekommt den zweiten nicht. Dafür Casco. In die Stadt Juliaca, die Heimat von Deportivo Di Maradona, Trainer auf der Tribüne Riquelme. Das hat Und Riba konnte die gute Form. Das ist eine gute Passerte, Casco. Und er nimmt es schon fast süffisant, fast ironisch, zynisch ist, glaube ich, das richtige und bessere Wort, zur Kenntnis, dass seine Jungs nicht treffen. Obwohl das jetzt nicht wirklich die klare Chance war. Casco badet. Der dahin rauscht, wo keiner steht, das ist kein Abseits. Fahne bleibt auch zu Recht unten. Und hier kommen wir es nochmal. Jo, der fällt hin. Riba verschießt auch den zweiten. Ist ja meistens dann so im Fußball. Kommen dann die Gäste einmal nach vorne. Schießen aus gefühlt 35 Metern aufs Tor. Der Ball wird abgefälscht. Wieder Ignacio Fernandez. Hübsch gemacht. Und dann Score. Dient es ja. Nur wie es zustande kommt, wird dem auch völlig egal sein. Mit Don Casco. Hier haben wir Ignacio Fernandez, gerade Elfmeter verschossen, nimmt hier seinen Linksverteidiger mit. Und dann wunderbar in der Mitte blockt Matias Suárez den Gegenspieler weg. Kannst du noch mal drüber nachdenken, hier ist das ein Foulspiel, ja oder nein? Und dann ist Casco schnell da und überwindet Raúl Fernandez zum... Guter Wechsel. Casco kriegt den, ja. Klasse durchgesteckt für Casco. Verhindern. Das ist nochmal die Entwicklung zum 1:0. Ja, Suárez sperrt da schon ein wenig den Gegenspieler weg. Aber der Schiedsrichter stand direkt in Ordnung. Aber gerade für eine Heimmannschaft noch mal deutlich komplizierter. Ja.
geblockt. Da gibt es aber auch kaum Unterstützung. Hier sehen wir das. Es sind gleich 5, 6 im Zentrum, die eher darauf warten, dass Rieber wieder spielt. Kein Abseits. Und auch den machen sie in Halbzeit 1. Das war diese letzte Superchance. Angeblich kein Abseits. Der Assistent ist ja auf Ballhöhe. Boah, ist da Boré auf vor dem Ball. Sei es drum. Die National aus Peru an 1:0. Hier nochmal die Entwicklung zur Führung. Rieber verschießt 2 Elfmeter, einen an die Latte, einen. Zeigt. Und heute 14:33 Uhr in der Hauptstadt. Diese Partie, Spieltag 2, Gruppe D zwischen Rieber und den Gästen aus Peru von Deportivo Binacional. Öffentliche Orte zum Sport, zur Freizeit oder zur Arbeit zu gehen. Und dennoch gucken wir drauf auf die zweite Halbzeit, sportlich betrachtet, zwischen Rieber mit dem Anstoß. Und als habe es eine Pause nicht gegeben, Rieber nur im Vorwärtsgang und die Gäste nur defensiv. Fühlt 200 Mal gehört. Mal gucken, ob die dann auch noch eine neue Platte haben. Klasse in den Rücken der Abwehr gespielt und dann ist es... Fragt sich, wie kann das denn passieren? Und dann läufst du so einem Ergebnis hinterher und hast das Gefühl, eigentlich führen wir doch 4-0. Der lag... Wie ein Dirigent da draußen. Carrascal. Fernandes. Stunde gespielt. Toschos, der jetzt stehen bleibt, wenn er sieht, dass seine Kollegen sowieso schon deutlich vor ihm stehen, wenn er dann auch, dass sie da noch mal jetzt Guachia in der Partie. Jetzt nach Worden spielte 23 Minuten. Der Mittelfeldspieler zentral Selbstvertrauen zu holen, was per se von dem Eigenverständnis immer da ist, nur aufgrund der Meisterschaft am letzten Spieltag verdammelt. Super Übersicht und zweimal klar. Und das ohne Zuschauer, das unter zu Beginn sehr schwierigen Platzverhältnissen. Der Platz hat jetzt wirklich viel Wasser weggesogen, weil es aufgehört hat, so nach 10 Minuten mit dem Niederschlag. Die spielen morgen auch hier in Argentinien. Barassing. Und Rieber. Die werden dann
In zwei Tagen, wenn ich es richtig auf dem Zettel habe, Copa Superliga anfangen. 4-0. Also dann doch nicht der Abend. Mit dem Gefühl, wir können noch drei Tage spielen und erzielen keine Bude. Ja, hier und heute wird es wahrscheinlich die Null vorne. 15 Minuten noch. Und 20 zu 3 das Torschussverhältnis. Bei 72% Ballbesitz ist ja Wahnsinn. 12 Schüsse aufs Tor. Und 40. Spiel in der Copa, 20 Tore gemacht, also jedes zweite Spiel getroffen. Elfmeter verschossen, 30 Sekunden später die 100%. In den Chancen, die sie wunderbar herausgespielt haben, 12 Torschüsse abgegeben, Halbzeit 2. Ab nach Brasilien, Sao Paulo. Und der 4. Spieltag, da müssen sie nach. Schied gegen das Team aus Peru nach schwacher erster Halbzeit. Und